Es gibt eine neue Midjourney-Alternative, die von der Qualität tatsächlich mit Midjourney mithalten kann und zudem komplett kostenlos ist, auch nicht auf bestimmte Anzahl von Bildern beschränkt ist. Wie gut dieses Tool ist und wo du es findest, sowie wie du es bedienst, das zeige ich dir heute in diesem Video. Ja, das Tool nennt sich Leonardo.ai. Du kommst, wenn du auf die Webseite von Leonardo kommst, erstmal auf eine Waitlist. Allerdings nur, bis du erfährst, wie du eigentlich reinkommst. Also wenn du dich hier in eine Waitlist einträgst, bist du innerhalb von 24 Stunden, wirst du per E-Mail informiert und die zeigen dir dann, wie du auf die App draufkommst. Und das ist eigentlich auch ganz einfach. Und wenn du hier selber app.leonardo.ai eingibst, dann kannst du dich auch schon einloggen. Ich habe das Ganze mit meinem Google-Account gemacht. Dann musst du nämlich keine Verifizierung oder andere Dinge vornehmen, sodass du möglichst schnell in Leonardo AI reinkommst. Und damit du siehst, wie gut dieses Tool eigentlich ist, habe ich hier mal ein paar Beispiele vorbereitet, die ich ebenfalls in Midjourney, in Blue Willow, in Playground und in Lexica genauso durchgeführt habe, dass du hier den Vergleich sehen kannst. Fangen wir mit einem Bild an, was ich bisher sehr, sehr für sehr, sehr gut empfunden habe, wenn Midjourney das Ganze generiert. Das ist hier nämlich Photography of a Female Jet Pilot. Und wir schauen uns das mal eben kurz in Midjourney an. Ja, und so würde das Ergebnis in Midjourney aussehen, wenn du die aktuelle V4 hier durchlaufen lassen würdest. In der Leonardo AI gibt es verschiedene Modelle, die du durchlaufen lassen kannst. Und das war das erste Ergebnis, was ich daraus bekommen habe. Mit dem ersten Modell, das sind die Ergebnisse, die ich daraus bekommen habe. Mit dem zweiten Modell, das sind die schlechten Ergebnisse mit Stable Diffusion 1 und das sind die Ergebnisse mit Stable Diffusion 2. Das sind dann Ergebnisse vom nächsten Modell und so weiter und so fort. Du kannst bei Leonardo AI auch User-Modelle benutzen und das ist zum Beispiel das Ergebnis von so einem User-Modell, von einem RPG 4.0, der bei Leonardo hier die besten fotorealistischen Ergebnisse machen soll. Man sieht hier schon, dass das Gesicht hier sehr, sehr gut dargestellt ist. Es gibt hier natürlich ein paar Fehler und ein Swimsuit hat sie natürlich auch nicht an. Sie hat ein Flight Suit an. Das heißt, hier müsste man das Gleiche oder die Ergebnisse nochmal wiederholen, um auf vernünftige Ergebnisse zu kommen. Das ist übrigens auch ein User-Modell und das hat mir bisher in der Leonardo-App am besten gefallen. Ich weiß nicht, warum die hier so körperbetonte Anzüge machen, denn es steht ja auch nichts in der Beschreibung, dass es körperbetont sein soll. Eigentlich soll das ja so ein Militäranzug sein. Schauen wir uns mal, was die anderen da generiert haben. Das ist jetzt das Ergebnis von Playground AI. Ich würde sagen, das ist nicht so besonders gut gelungen. Also das ist tatsächlich nicht verwendbar. Das ist das Ergebnis von Lexica Art und das ist meiner Meinung nach das drittbeste Ergebnis. Also das beste Ergebnis bekommst du mit Midjourney, das zweitbeste mit der Leonardo AI und das drittbeste mit der Lexica. Bei Lexica merkt man eben immer ganz, ganz deutlich, dass das Ganze sehr, sehr stark, wie soll ich sagen, modelhaft dargestellt wird. Ja? Also alle Ergebnisse glänzen richtig wie so Schaufensterpuppen. Die Bilder sehen richtig gut aus, aber du merkst eben, dass hier kein Fotorealismus da ist. Ja, und das Ergebnis kam dann aus Blue Willow raus. Du siehst schon ganz, ganz deutlich, dass eben Leonardo AI hier wesentlich bessere Ergebnisse erzeugt und du im Prinzip Blue Willow nicht mehr brauchst.
Leonardo AI ist also schon mal besser als Blue Willow und ab heute können wir dann Blue Willow vergessen. Denn Blue Willow benötigt ja Discord. Viele von euch, die sich bisher bei mir gemeldet haben, haben ein Problem mit Discord. Die Bedienung sei sehr, sehr unübersichtlich. Da ist so viel Tobabo drumrum und ja, gut. Sprechen wir nicht mehr drüber, brauchen wir ja nicht mehr. Leonardo AI läuft nur im Browser und dafür brauchst du kein Discord. Dann habe ich natürlich noch ein zweites Beispiel genommen. Ich habe mir mal einfach hier zum Beispiel ein Bild, das meiner Meinung nach ziemlich gut geworden ist bei Midjourney und sehr, sehr fotorealistisch. Das könnte man tatsächlich auch für ein, keine Ahnung, Modeshooting verwenden. Was hat dann Leonardo AI draus gemacht? Ich finde, die Ergebnisse sind tatsächlich richtig, richtig gut und sehen auch sehr, sehr gut aus. Leider hat Leonardo das G-Cup hier ernster genommen als Midjourney und hat dann auch hier ziemlich große weibliche Brüste dargestellt. Hier habe ich das Ganze nochmal mal probiert und du siehst wirklich, dass die Gesichter sehr, sehr fotorealistisch dargestellt werden, aber dann eben das G-Cup tatsächlich sehr, sehr ernst genommen wurde. Hier siehst du, was Playground AI daraus gemacht hat. Das ist wirklich nicht zu vergleichen, in keineswegs mit dem anderen zu vergleichen. Und dabei ist es wirklich derselbe Prompt gewesen. Lexica hat den Prompt komplett abgelehnt. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich habe tatsächlich den Prompt versucht zu reduzieren, alle zu offensiven Eingaben rauszunehmen und Lexica hat es eben absolut abgelehnt, hier etwas überhaupt aus dem Prompt zu machen. Da ging also gar nichts. Und das hat Blue Willow draus gemacht. Ja, sieht jetzt nicht besonders interessant aus. Also ich würde sagen, dass hier definitiv Leonardo und Midjourney gewonnen hat. Wobei ich tatsächlich hier sagen würde, dass Midjourney definitiv immer noch die Nase vorn hat. Aber die anderen oder beziehungsweise Leonardo.ai dafür, dass es komplett kostenlos ist, auch hier durchaus zu guten Ergebnissen gekommen ist. Und man kann ja den Prompt auch verändern, sodass die Ergebnisse doch durchaus dann sehr ähnlich werden würden. Dann habe ich mal einen etwas anderen Prompt genommen, der nicht so fotorealistisch ist. In Midjourney siehst du hier deutlich, dass eine nicht fotorealistische Gestalt daraus entstanden ist. Schauen wir mal, was Leonardo AI draus gemacht hat. Hier hat Leonardo mit dem RPG einen sehr, sehr fotorealistischen Stil daraus gemacht. Wobei die Ergebnisse wirklich richtig, richtig gut sind. Also dieses RPG-Modell ist für fotorealistische Ergebnisse ein wirklich sehr gutes Ergebnis. Wir können jetzt hier noch einmal ein anderes Modell wählen, was mehr für karikaturhafte Styles steht. Wir könnten zum Beispiel hier einen Dreamshaper nehmen oder einen Deliberate, um das Ganze auszuführen. Schauen wir mal, was daraus wird. Gucken wir erst die anderen Ergebnisse an. Das ist das, was Lexica daraus gemacht hat. Und auch hier siehst du wieder diesen typischen Lexica-Stil. Alles ist so poliert, als ob man wirklich die Person mit irgendwelchen Pudern auf Hochglanz poliert hat. Es sieht richtig gut aus und ist aber nicht so unbedingt etwas, wenn du fotorealistische Ergebnisse haben möchtest. Playground hat dann hier richtig üble Ergebnisse rausbekommen. Ich weiß nicht, warum das wirklich so übel aussieht. Also für mich ist Playground hier absolut grottenschlecht. Wir können das Ganze nochmal mit Stable Diffusion 2.1 machen. Aber auch dann wird das Ganze nicht besser. Das ist jetzt wirklich das neue Stable Diffusion und ich weiß nicht, was Stable Diffusion da fabriziert. Aber auf Playground solltest du keine Bilder erzeugen, meiner Meinung nach. Da kommt nie etwas Gutes bei raus. Schauen wir dann noch, was Blue Willow hier fabriziert hat. Und ja, gut,
Ist jetzt nicht so das Wahre. Ich würde es für nichts verwenden. Also für mich ist Blue Willow seit Leonardo absolut gestorben. Und mit der Leonardo AI könnte man tatsächlich Midjourney ersetzen. Also du siehst hier auch in dem Anime-Style, dass die Ergebnisse durchaus sehr fotorealistisch sind. Wir könnten das Gleiche nochmal hier mit dem anderen Deliberate ausprobieren. Ja, auch mit dem Deliberate 1.1 haben wir hier keinen Comic-Style erhalten. Ja, wie kommst du jetzt zu der Leonardo AI? Wenn du auf die Webseite gehst, musst du erstmal, wie gesagt, dich auf eine Warteliste eintragen. Das muss aber nicht sein. Dafür musst du nur hier app.leonardo.ai eingeben und du kommst gleich in diese Leonardo App rein. Du kannst hier dann sagen Login to Leonardo AI, einfach mit Google anmelden. Und dann bist du schon drin. Keine Warteliste, keine irgendwelche Bestätigung, nichts. Einfach mit Google anmelden und du bist drin und kannst hier sofort Bilder generieren. Was erwartet dich hier drin? Zum einen kriegst du sofort einen Community-Feed zu sehen und man muss doch sagen, dass die Ergebnisse sehr, 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 sehr nah an Midjourney rankommen und du für deine Kreationen eigentlich gar kein Midjourney mehr brauchst. Und wie gesagt, dieses Tool ist kostenlos. Wenn du dann Bilder generieren möchtest, gehst du hier auf AI Image Generation und bist dann in deinem Prompt Generator. Hier kannst du mehrere Modelle wählen, einmal das Leonardo Creative Selector und kannst hier auch noch Custom Models wählen. RPG-4 soll das beste Modell für fotorealistische Aufnahmen sein. Die nächste Frage, die sich hier wahrscheinlich stellt, ist, kann ich diese Bilder kommerziell für mich nutzen? Das Einzige, was ich gefunden habe, ist in deren Discord-Channel in der FAQ, dass jeder, der Bilder kreiert, der Besitzer dieser Bilder ist. Und mit dieser Definition würde ich mal vermuten, dass du die auch kommerziell nutzen darfst. Steht hier nicht explizit, deswegen bitte das Ganze nicht als Rechtsberatung hinnehmen. Da habe ich definitiv nicht die Ahnung von, beziehungsweise darf ich dir an dieser Stelle auch keinen Tipp geben, ob du das wegen diesem Satz kommerziell nutzen darfst oder nicht. Das ist der einzige Satz, der dazu bei denen steht und ich glaube, da muss noch in Zukunft etwas mehr passieren, damit hier Klarheit geschaffen wird. Die nächste Frage ist, warum ist es kostenlos und wie lange wird es kostenlos bleiben? Aktuell sind sie in einer Alpha-Status, also das ist nicht mal eine Beta, das heißt, sie werden oder haben dieses Tool gerade gelauncht und während der Alpha-Phase wird es kostenlos bleiben. Du hörst es schon raus, wahrscheinlich wird es irgendwann mal kosten. Im Moment kostet es dich nichts. Hier steht es auch, during the Alpha Phase, it's completely free. Die wichtige Frage ist vielleicht, ob es noch eine iOS geben wird, denn bei Midjourney gibt es ja definitiv viel Demand für Apps und ja, die haben hier tatsächlich vor, Apps zu bauen. Erst für iOS und danach für Android. Das Ganze soll tatsächlich schon im Januar passiert worden sein. Ich habe es noch nicht mitbekommen. Schauen wir gleich doch mal nach, ob es diese App schon gibt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Video einen Anreiz geben, eine weitere kostenlose Midjourney-Alternative zu testen. Denn ich habe in meinem Discord sehr häufig mitbekommen, dass die Leute entweder nicht das Geld bezahlen wollen dafür oder einfach keine Kreditkarte haben und trotzdem sehr gute Bilder generieren möchten. Und Midjourney akzeptiert ja nur Kreditkarte oder Alipay. Und eben Leonardo AI braucht gar nichts. Damit kann ich euch eine sehr gute Midjourney-Alternative an die Hand geben, die
ich auch tatsächlich selber weiterhin nutzen werde und damit viel rumspielen werde und euch auch noch weitere Videos dazu nachliefern werde. Bis dahin freue ich mich, wenn du auf meinen Discord-Server kommst, denn dort sind wir mittlerweile 800 User, die sich regelmäßig über solche Bilder-KIs unterhalten und du definitiv auch von meinen Usern Hilfestellungen bekommst zu jeder KI, die es da draußen gibt und auch Fragen stellen kannst, die wir dir auch zeitnah beantworten. Ich freue mich, wenn ich dich bei uns auf dem Server begrüßen darf. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss.